Hallo und willkommen beim ersten Update-Video für das Projekt Auf Distanz Goes Baikonur. Es ist Samstag, der 19. Mai 2018 und das bedeutet die Crowdfunding-Kampagne für dieses Projekt, die ist jetzt im fünften Tag und innerhalb dieser fünf Tage ist ordentlich was passiert. Es ist schon eine ganze Menge eingegangen, sowohl bei Indiegogo als auch bei der Bankverbindung, die ich in der Zwischenzeit freigegeben habe. Die kann man auf der Webseite auch sehen unter horizons.aufdistanz.de. Und wenn ich diese beiden Beträge zusammenrechne, dann bin ich echt am Staunen. Vielen, vielen Dank euch allen für eure Unterstützung. Ihr macht das hier möglich. In der Zwischenzeit ist natürlich noch einiges mehr passiert. Nachdem die Vorbereitungen für die Crowdfunding-Kampagne und so weiter erstmal durch waren, konnte ich mich so ein bisschen mehr mit dem eigentlichen Projekt beschäftigen. Also mit der Umsetzung der Webseite und ja, Social Media und solchen Dingen. Das heißt, das Projekt hat seinen eigenen Twitter-Account bekommen. Der heißt Adis Baikonur, abgekürzt für Auf Distanz Baikonur. Da kann man auf jeden Fall der Reise auch schon mal folgen, wenn wir zwischendurch mal irgendwie Kleinigkeiten rauspusten. Dann ist noch einiges an der Webseite passiert, horizons.aufdistanz.de. Und auf diese Webseite ist auch jetzt der Podcast untergekommen. Da habe ich diese Woche die erste Folge aufgenommen, die sogenannte Nullnummer. Die stellt das Projekt noch mal kurz vor und ist eben auch dafür da, dass man das Ganze in die Podcast-Verzeichnisse schon mal hineinbekommt. Das eine wäre eben zum Beispiel bei iTunes, aber eben auch bei Panoptikum.io und bei FIT ist der Podcast jetzt zu finden. Einen direkten Abonnieren-Button gibt es auf der Projektswebseite, die habe ich ja gerade schon genannt. Ansonsten viele Feinheiten, viele Verbesserungen, aber auch inzwischen schon ein bisschen konkretere Reisevorbereitungen. Ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen noch, was die Menge an Gepäck angeht, weil wir doch einiges an Technik mitnehmen. Also große, kleine Kameras, eine GoPro wird mitfliegen. Wir nehmen Audioaufzeichnungsgeräte mit, Mikrofone und so weiter. Das werde ich in einer der nächsten Episoden mal ein bisschen genauer erzählen, was wir mitnehmen und wofür. Und ja, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass ich das alles mitkriege, aber ich habe das heute mal so ein bisschen überschlagen und habe mir nochmal die Bedingungen der Fluggesellschaft angeguckt. Und das ist soweit erstmal alles im grünen Bereich. Ansonsten laufen Erprobungen, also zum Beispiel dieses Setup, dass ich mich jetzt selber aufnehme mit dem Video, das kleine Mikrofon an meinem T-Shirt und so weiter. Das ist das erste Mal, dass diese Sache jetzt in diesem Zusammenspiel zum Einsatz kommt. Und das soll eben auch auf der Reise genauso funktionieren. Und dann werde ich mal gucken, ob ich das dann gleich auf einem mobilen Gerät, also auf einem Notebook, auch vernünftig geschnitten kriege. Ja, dann gibt es auch so die letzten Anschaffungen an Technik, die mit sollen. Das ist so ein bisschen Kleinkram, Stativschiene, aber es ist auch noch ein größeres Ding dabei, nämlich ein gutes Mikrofon für die Kamera. Das ist noch offen, soll am Wochenanfang kommen. Weil wir gedacht haben, wenn wir das jetzt aufzeichnen, wenn wir das jetzt dokumentieren wollen, dann wollen wir das eben auch möglichst gut tun und uns nicht im Nachhinein darüber ärgern, dass wir da irgendwo am falschen Ende gespart haben. Das wäre irgendwie der falsche Weg, denken wir. Ja, das wäre eigentlich der Stand für heute und mir bleibt nichts weiter als zu sagen, danke für eure Unterstützung, fürs Reinschauen und bis demnächst. Tschüss. Thank you.